Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich darf dich hier begrüßen bei meinem HTML5-Kurs für Einsteiger. Materialien findest du wie immer unter www.html5-wir-lernen.at und wir sind jetzt schon bei der zweiten Lektion angelangt und wollen der Frage nachgehen, wozu man überhaupt einen Editor braucht. In der vorgehenden Lektion, das heißt in der ersten Lektion, haben wir schon kurz hier den Editor Notepad verwendet, der bei Windows schon dabei ist. Und haben hier einen HTML-Quelltext eingefügt und haben geschaut, wie das auf einer Webseite dann ausschaut. Das war hier der Fall. Dann haben wir uns hier den Quelltext anzeigen lassen. Und der entspricht dann auch hier diesem Editor. Das heißt, wir haben schon festgestellt, man braucht einen Editor. Man speichert dann den Quelltext, den man erzeugt, dann als HTML-Datei. Hier mit den Dateinamen zum Beispiel 000.html. Und bekommt dann eine Webseite, die man sich anschauen kann. Ja, wozu braucht man so einen Editor noch darüber hinausgehend? Es gibt mehrere Editoren. Wenn man bei einer Suchmaschine wie Google etwa HTML-Editor eingibt, wirst du hier sehr viele Angebote bekommen. Ich bin mittlerweile beim Editor Scriptly gelandet. Und warum ich bei Scriptly gelandet bin, sieht man hier jetzt einmal sehr schön, wenn man hier die Darstellung des Quelltextes sich anschaut. Hier ist eben der Notepad, den man verwenden könnte. Und hier unten ist dann der Editor Scriptly. Und hier siehst du schon, dass es hier auf der linken Seite zum Beispiel Zeilennummern gibt, dass hier die einzelnen HTML-Vokabeln, wir nennen sie ja Tags, farblich hervorgehoben sind. Und das sind nur einige der wenigen Features, Möglichkeiten, die uns ein etwas besserer Editor, nämlich wie der Editor Scriptly, dann bietet. Darüber hinaus kann man zum Beispiel machen, wenn man HTML eingibt, dass dann automatisch dann zum Beispiel der End-Tag wieder gezeigt wird. Zur Erinnerung, es gibt hier immer Anfangstags und End-Tags. Die meisten HTML-Tags werden immer paarweise dargestellt. In der nächsten Lektion werden wir uns diesen Editor Scriptly etwas näher anschauen. Wie immer empfehle ich dir am Ende, hier diese Aufgabenstellung durchzuarbeiten, damit du das, was du hier jetzt gerade gehört, gesehen und auch gelesen hast, noch besser dir merken kannst. Wir sehen uns wieder in der dritten Lektion.